Moin Leute, PyrosID hier mit einem Fortnite Rettet die Welt Video, in dem ich euch mit den Basics des Ninjas vertraut mache, ohne dabei zu sehr ins Detail zu gehen. Und wer weiß, vielleicht sind auch noch ein paar Tipps und Tricks dabei. Nicht vergessen Leute, wenn euch das Video gefällt, dann lasst gerne ein Like da und wenn ihr neu da seid, dann lasst gerne ein kostenloses Abo da. Das würde mich sehr, sehr freuen. Wenn ihr Fragen habt, dann einfach in die Kommentare damit. Solltet ihr Fragen zu Fortnite haben, die jetzt nicht dieses Video betreffen, dann fragt die gerne in meinem Discord oder schreibt mir bei Insta oder Twitter. Die Links dazu findet ihr in der Beschreibung. Ich starte mal mit einer Einordnung des Ninjas in das Klassensystem von Rettet die Welt. Der Ninja ist neben dem Konstrukteur, dem Entdecker und dem Soldaten eine der vier Heldenklassen. Ich würde den Ninja als den Nahkämpfer unter den Helden beschreiben. Ninjas sind sehr mobil und teilen mit Nahkampfwaffen mehr Schaden aus. Im Gegenzug haben sie weniger Lebenspunkte und weniger Schild als andere Klassen. Das ist jetzt natürlich erstmal eine grobe Einordnung, denn die Helden haben unterschiedliche Stats und so hat zum Beispiel nicht jeder Ninja gleich viele Lebenspunkte. Kommen wir erstmal zu den Klassenvorteilen des Ninjas, also zu den Fähigkeiten, die jeder Ninja hat. Das wären einmal Gottesanbeterinnensprung und Schattenhaltung. Aber immer der Reihe nach. Starten wir mit dem Gottesanbeterinnensprung. Dieser erlaubt es Ninjas, in der Luft ein weiteres Mal zu springen. Außerdem nehmen Ninjas keinen Fallschaden. Damit bewegen sich Ninjas nicht nur schnell über die Karte, sondern sie können sich so auch schnell ins Kampfgetümmel schmeißen, Schaden austeilen und schnell wieder verschwinden. Okay, kommen wir zur Schattenhaltung. Diese wird aktiviert, sobald man einen Feind mit einer Nahkampfwaffe eliminiert hat. Dadurch wird dann für einige Sekunden die Rüstung erhöht und die Bewegungsgeschwindigkeit gesteigert. Soweit zu den Klassenvorteilen. Neben den Klassenvorteilen gibt es aber auch individuelle Vorteile, die sogenannten Kommandantenvorteile und Standardvorteile. Da es hiervon ein paar mehr gibt, werde ich die nicht alle aufzählen. Wichtig ist hier in erster Linie, dass ihr wisst, dass der Kommandantenvorteil nur gilt, wenn ihr einen Helden auch als Kommandanten einsetzt. Das gilt also nur, wenn ihr diesen Helden auch gerade spielt. Darüber hinaus habt ihr die Möglichkeit, euch von anderen Helden unterstützen zu lassen. Helden, die euch unterstützen, tun dies mit dem Standardvorteil. Die Kommandanten- und Standardvorteile verleihen einem Helden besondere Fähigkeiten oder verbessern vorhandene Fähigkeiten. Achtet bei der Auswahl eures Kommandanten und eures Unterstützungsteams daher darauf, dass diese zu eurem Spielstil bzw. zum gewünschten Einsatzzweck passen. Probiert hier einfach etwas rum, bis ihr ein für euch funktionierendes Setup gefunden habt. Okay, kommen wir zu den Fähigkeiten. Also zu den offiziellen Fähigkeiten. Die Vorteile sind ja auch Fähigkeiten, aber diese hier heißen auch so. Hiervon gibt es beim Ninja 5 Stück und jeder Ninja hat immer 3 davon. Es gibt also immer 2 Fähigkeiten, die ein Ninja nicht hat. Beim Ninja sind das Kunai-Gewitter, Wurfsterne, Rauchbombe, Drachenschlag und Halbmondtritt. Aber auch hier der Reihe nach. Wir starten mit dem Kunai-Gewitter. Beim Kunai-Gewitter springt der Ninja in die Luft und schleudert eine Reihe Kunai nach unten, die dann bei Feinden Schaden machen. Ziemlich easy. Kommen wir zu den Wurfsternen. Hier springt der Ninja nicht in die Luft, sondern schleudert direkt eine Salve Wurfsterne nach vorne, die dann wiederum auch bei den Feinden Schaden machen. Weiter geht es mit der Rauchbombe. Diese wird auf den Boden geworfen, was den Effekt hat, dass Feinde verlangsamt werden und Schaden nehmen. Damit schafft man eine sehr gute Kampfumgebung für die Nahkampfangriffe des Ninjas, da er so einfacher nah an die Feinde kommt. Okay, kommen wir zum Drachenschlag. Hierbei handelt es sich um einen schnellen, nach vorn gerichteten Schwerthieb. Das ist kein Angriff gegen einzelne Gegner. Mit dem Drachenschlag sollten primär Gruppen ins Visier genommen werden, wobei man darauf achten sollte, dass möglichst viele Gegner in einer Reihe vor ihm stehen. Zu guter Letzt kommen wir zum Halbmondtritt. Hierbei handelt es sich um einen wirbelnden Tritt, der bei Feinden Schaden verursacht und diese betäubt. Okay Leute, ich denke, wir sind durch. Das war alles, was ich euch an Basics zum Ninja mitgeben kann. Wer übrigens nicht nur Basisinfos zum Ninja braucht, sondern auch wissen möchte, wie man den Häufigkeitsgrad von Helden und Waffen erhöht, also zum Beispiel aus epischen Helden legendäre Helden macht, der kann jetzt einmal oben rechts auf das i oder auf den Link in der Beschreibung klicken. Denn auch dazu gibt es ein Video von mir. Damit war es das von mir.
Wenn euch das Video gefallen hat und ihr auch in Zukunft weitere Videos von mir zu Fortnite sehen wollt, dann lasst wie gesagt gerne ein Like und ein Abo da. Wenn ihr ein Abo da lasst, dann vergesst nicht die Glocke zu aktivieren. Ihr kennt das Spielchen. Vielen Dank für euren Support.